Hallo meine lieben Videofreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich gerne mit euch zusammen an meinem CR10 am Netzteil die Referenzspannung der Schrittmotoren nachjustieren. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier das Gehäuse schon entfernt und hier möchte ich nur dazu sagen, ihr macht alles auf eigenes Risiko, also wenn ihr nicht genau wisst, wo man hier nicht hinfassen sollte, dann lasst es. Ja. Dann ist es sehr gefährlich, hier dran rumzuhantieren, weil hier können 230 Volt und ein paar Ampere auch rückläufig aus dem Netzteil kommen, wenn ihr ein, zwei Sachen hier nicht beachtet. Zum Beispiel, wenn ihr das Netzteil gezogen habt, beziehungsweise den Netzstecker gezogen habt, ja, wartet ein paar Sekunden, schaltet das Gerät ein und dann wieder aus. Dann sollte alles an Spannung weg sein, außer in den Trafos vielleicht noch was gespeichert oder in Kondensatoren, aber da packen wir nicht hin. Wir können jetzt eins machen für unser Multimeter. Brauchen wir ein Minus, deswegen schalte ich das hier nochmal eben aus. Ziehe den Netzstecker. Bin hier beiseite, schalte das Gerät ein, schalte es aus, öffne hier diese Klappe hier, die über diesen Anschlüssen hier am Netzteil ist. So, hier ist ein Anschluss, steht V- drauf und der ist nicht belegt. Den lösen wir jetzt und schließen da die Minusstrippe vom Multimeter an. Was wir da am Multimeter einschalten, komme ich gleich zu. Com und Input brauchen wir. Com ist immer Masse, Input ist die Phase oder Leiter, wie man möchte. So, hiervon nehme ich jetzt die schwarze Strippe. Gehe hier unter die Klemme, weil da weiß ich, dass ich da ein definitives Minus habe und keine Hochspannung. So. Das Feste braucht auch nur handfeste zu sein. So, jetzt kommen wir zum Multimeter. Schalte es ein und ihr seht, hier oben steht das auf Millivolt. Und das können wir lassen, obwohl ich gehe mal hier einen Messbereich höher auf Volt. Jetzt bin ich bei 1,5, also im einstelligen Voltbereich. Stecker rein, schalte das Gerät wieder ein und verwackel hier meine Kamera. Wo wir was einstellen müssen, sind hier diese silbernen Potis hier. Seht ihr da, wo der Schraubendreher drauf sitzt? Da ist wie so ein Plus. Hier ist so ein Ding. Hier und hier ebenfalls. Das ist einmal X, Y, Z und der Extruder, wo wir die Spannung gleich mal prüfen. Ich zeige euch auch genau wie. Mit so einer Krokodilklemme hier um den Schraubendreher rum geklipst und prüfen die Spannung. So, ich nehme jetzt hier meine Prüfspitze, habe da so eine Krokodilklemme drauf gemacht. Die Krokodilklemme klipse ich hier und den Schraubendreher, weil er ist ebenfalls aus Metall. Und dann wird unser Multimeter hier, hoffe ich mal, die Spannung anzeigen. Ich gehe jetzt hier mal auf den X-Motor bzw. X-Poti. So, und da haben wir 1,099 Volt. Das ist ein bisschen hoch. Wir drehen den auf 750 Millivolt runter. Hier wird das hier 961.
von dem Wert schon deutend näher. So, also ich drehe hier ganz sanft im, also nicht im Uhrzeigersinn, da würde die Spannung hochgehen. Seht ihr? Dann geht die Spannung wieder hoch. Ich drehe im, beziehungsweise entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn. Und zwar ganz sanft. So, komm, ich will einen perfekten Wert. 0,750 will ich sehen. Komm. Gib mir den 0,1. Volt. Da ist er. Natürlich ein bisschen viel. ...0,755 ist optimal. So, das ist der X-Motor gewesen. 1,093 ist auch wieder ein bisschen hoch. Das ist die Y-Achse. Die drehen wir jetzt auch mal auf 750 Millivolt runter. Natürlich aufpassen, dass sie am Netzteil, was natürlich oben auf dem Netzteilgehäuse jetzt so liegt, da mit der Hand nicht da dran kommt. Na komm, 7,55. Komm schon, jawohl. So, den lassen wir so. Oder auch nicht. Ich bin natürlich wieder hyperpräzise jetzt hier. Ne? Aber ich habe keinen Bock auf Schrittverlust. Oder dass er Schritte überspringt bei Überspannung. Ich meine, das ist jetzt nicht so die Welt. Ne? Da sind jetzt nur 0, irgendwas Volt, aber ich will es für mich so gleichmäßig wie möglich. Ich glaube, wenn ich zu lange hier rumturne, schneide ich das auch zusammen irgendwie. Komm, 7,56 reicht aus. So, jetzt haben wir hier X, Y, Z und dann habe ich Dual Z. 1,092 Volt ist hier auch ein bisschen hoch. Hier gehen wir, was hatte ich hier gesagt? Da muss ich mal eben ganz kurz nachgucken. Okay, also für Z Dual habe ich hier stehen 920 Millivolt. Machen wir mal auf 900. Ja, das sind elektronische Komponenten. Da ist ein Widerstand. Und wenn du den nur anhauchst, dann bist du schon ein bisschen drüber. Also 927. perfekt.
So, und die Extruder-Achse ist hier der letzte Poti, den machen wir auch auf 0,755, boah, 1,185, ne? Mein lieber Schwan, was habt ihr denn da eingestellt? Aber das ist dann vom Hersteller selber. Okay, das ist jetzt auf 24 Volt ausgelegt gewesen, aber 0,755 haben wir gesagt, ne? Sieben fünf sechs, jawohl, da ist es. Perfekt. So, jetzt sollten die Schrittmotoren mit der angegebenen Spannung weder Schritte verlieren noch Schritte vergessen. Schritte verliert ihr, wenn ihr zu schnell druckt. Jetzt hat sich das Multimeter gemeldet, dass es noch an ist. Schritte verliert ihr, wenn der Drucker zu schnell ist oder wenn ihr zu langsam seid, also wenn die Spannung sogar noch unter dem ist, dann verliert ihr auch Schritte oder Schichten sogar, je nachdem, wenn die einzelnen Potis verkehrte Werte haben, zu hoch sind. Müsst ihr euch das so vorstellen, wie so der Kraftstoffverbrauch so beim Auto. Entweder ist er so hoch getunt, dass er nur noch Sprit zieht, oder ihr habt so ein gutes Verhältnis, wo der Sprit zieht und Leistung hat. So beides gegeben ist. So, jetzt schalten wir das Ding hier aus. Nehmen die Messspitze ab vom Netzteil hier und dann bin ich raus für heute. Ich hoffe, das Video war informell genug. Jetzt hat sich das Multimeter ausgeschaltet. Ich hoffe, das Video war informell genug. Es kommen demnächst noch weitere Videos, wo ich das sogar auf ein komplett anderes Board umbaue, neue Lüfter reinsetze, neues Display und sowas. Aber das kommt erst noch. So, ja. Von mir aus dann nur noch zu sagen, ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Hinterlasst ein Abo, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Hinterlasst auch ein Like. Teilt das Video mit Freunden, die ebenfalls 3D-Druck machen. Erzählt Freunden, Familie und sowas drüber. Ey, guck mal, der Easy, der macht da so 3D-Druck. Ja, wie gesagt, ich bin raus für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.